Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 1. Dezember. Es dauert nicht mehr lange, noch 23 Tage, dann haben wir auch die wohlverdiente Weihnacht. Obgleich das Wetter nicht so einladend derzeit dafür scheint, hoffe ich doch, dass jeder sein Türchen der Glückseligkeit geöffnet hat und wir hier sozusagen uns jetzt auf den Markt konzentrieren können. Und wir sehen den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, auch als Kiwi bekannt, hier schon ja, mit großen Schritten voranschreitenden Sachen Tagesperformance, hier mit über 1% bereits im Profit, und das sieht hier insbesondere auf Tagesbasis sehr interessant aus. Wir hatten gestern schon einen starken Tag, heute findet dieser genau seine Fortsetzung, und die Daily Range der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar ist aktuell schon 69 Pips gelaufen, aufgrund der zurückgegangenen Volatilität unlängst und ohnehin jetzt der nicht so freudigen Volatilität generell bei diesem Währungspaar. Und da bewegen wir uns hier im Schnitt zwischen 50 bis 60 Pips und gestern bereits knapp 90 Pips, wie gesagt, heute schon knapp 70. Das ist sehr bullisch zuletzt, und wir sehen eben hier eine eindeutige Kaufbereitschaft, die sich hier abzeichnet. Wir haben natürlich die Non-Farm-Payrolls am Freitag und auch noch die FED-Sitzung dann im Laufe des Dezembers. Nichtsdestotrotz sehen wir hier ja, eine sehr, sehr optimistische Einstellung, und das könnte durchaus weiterführen. Der aufmerksame Zuschauer wird es schon gesehen haben. Wir haben hier die Saisonalität noch gerade mit am Start, hier bis in den Januar hinein. Wohlbemerkt der Dezember. Sie sehen es hier durchweg bullisch angehaucht. Also es sieht so aus, als hätten wir hier definitiv nach den letzten zuletzt zwei erfolgreichen Tagen durchaus die Chancen, auch dass das Ganze hier sich sogar noch ein Stück weiter fortsetzt. Und wenn wir das jetzt nochmal technisch beleuchten, dann haben wir hier mit diesen zwei Tiefpunkten natürlich jetzt schon mal einen kleinen Aufwärtsimpuls, aber interessant auch, dass wir hier sozusagen fast schon ein aufsteigendes Dreieck gebrochen haben. Das war eine Widerstandszone, jetzt sind wir ausgebrochen, und ergo ist dies jetzt eine Support. Zone, ein Supportbereich. Auch hier, wenn wir von dem Hoch vom Oktober, um möglichst viele Auflagepunkte zu erwischen, gehe ich mal nicht auf das Kerzenhoch dieses Dochtes sozusagen, sondern ziehe einfach mal die Linie schräg durch, um jetzt möglichst viele Auflagepunkte zu erhaschen. Das wäre hier für mich praktisch die am sinnvollsten logisch erklärbare Trendlinie. Und da sehen wir im Prinzip, dass wir mit der heutigen Stärke auch diese verlassen. Und ja, das im Einklang der hier auch nochmal dargestellten Saisonalität sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wir sehen ja noch einen kleinen Dip in den kommenden Tagen. Das könnte jetzt dazu führen, dass zum Beispiel ja, ein kleiner Pullback an dieses Level folgt. Das muss jetzt nicht morgen sein, das kann übermorgen sein, aber zumindest in den kommenden Tagen. Und dann wäre hier technisches Potenzial für den Kiwi nach oben gegeben. Das heißt, wir haben hier unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten eigentlich ein ganz interessantes Verhältnis. Ergo, wenn man hier unten den Einstieg im Sinne des Pullbacks oder im Laufe eines möglichen Pullbacks sucht, dann wäre das Risiko hier beim letzten Kerzentief zum Beispiel zu finden. Das wären circa 80 Pips, wenn wir das mal rund machen, und nach oben hin dann von diesem Pullback-Level ausgehend eben hätte man hier bis zum letzten Bewegungshoch durchaus 300 Pips knapp Potenzial. Kann natürlich auch noch deutlich hergehen, aber hier haben wir im Prinzip schon mal die herausragende Situation, dass man sagen kann, hier ergibt sich ein sehr, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis unter technischen Gesichtspunkten, wenn der Markt hier ein Pullback feiert und wieder nach oben auftritt. Das sieht, wie gesagt, ganz interessant aus. Das Pullback oder der Pullback muss nicht erfolgen. Das kann natürlich auch ergo so aussehen und der Markt hier dann im Prinzip relativ stark nach oben gehen. Die Non-Farm-Payrolls, wie gesagt, am Freitag werden hier sicherlich auch ihren Einfluss üben. Nichtsdestotrotz, das sieht ganz gut aus, und solange wir eben hier über dem Tief von gestern bleiben, und das wäre eben hier speziell das Niveau 0,6514, ja, ein Stück weit tiefer, 0,65 vielleicht glatt. Da sieht es eigentlich gut aus. Trendlinientakt, Widerstandszone, möglicherweise jetzt dann eben Pullback-Level, Unterstützung, alles oberhalb dieses Niveaus. Auch kleine Spikes nach unten wären hier verschmerzbar. Aber wenn es eben unter 0,65 beispielsweise geht, dann muss man sagen, okay, dann rücken hier die Tiefs nochmal vom September auf die Agenda. Und das wäre dann natürlich hier vergleichbar mit einem deutlichen Rückgang. Aber rein vom Potenzial, was sich eben jetzt so abzeichnet, sieht es ganz gut aus. Das Ganze könnte man eben auch hier von dem Zeitfenster etwa bis Mitte Dezember spielen. Ende Dezember, wie gesagt, trocknet ja auch am Forex-Markt die Liquidität aus. Da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob es dann noch Sinn macht, aggressiv in den Markt zu gehen oder dann eben das neue Jahr abzuwarten. Grundsätzlich hier die Situation, dass das sehr, sehr spannend wirkt und wir hier die Möglichkeit haben, eben den Neuseeland oder US-Dollar weiter nach oben begleiten zu können. Hier auf Tagesbasis, wie gesagt, wir sind ja schon 69 Pips gelaufen. Das ist jetzt hier letztlich die
aktueller Stundenkerzenbewegung. Wir sind deutlich über dem Pivot-Punkt. Wir haben das R1, das R2-Level vom Pivot-Level ausgehend schon touchiert. Maximum wäre hier heute 0,6692. Aber auch hier sieht man sehr schön dieses Pullback-Level, diese mögliche Zone. Das heißt, hier hätte man tatsächlich ein sehr, sehr schönes Level für den Fall, dass der Markt zurückkommt. Level an dieser Stelle nochmal angemerkt, JFD feiert seinen vierjährigen Geburtstag in Bälde und es gibt auch eine schöne Special-Aktion, über die wir in Kürze noch mehr aufklären werden. Und zwar gibt es hier das Thema Prepaid Commission. Das heißt, Sie können sich Handelskommissionen sozusagen aufladen und das ist eben nicht nur für Vielzeit-Trader oder für Hochfrequenz-Trader interessant, wie es zuletzt eben immer vergünstigte Handelskommissionen gab. Nein, Sie können jetzt auch als in Anführungszeichen normaltätiger Trader hier an günstiger Handelskommissionen teilhaben und davon profitieren. Und das ist eine herausragende Sache, denn gerade Handelskommissionen hängen mit der Performance gerade im Intraday-Bereich auch sehr, sehr eng zusammen. Und insofern lassen Sie sich mal überraschen, was da die Tage noch kommt. Prepaid Commission wird hier auf jeden Fall etwas sein, was sicherlich für viele Trader interessant wird, im Sinne dessen, dass man die Handelskosten, und das ist ja das Einzige, was JFD sozusagen bietet oder anbietet, ohne jetzt hier ausgedehnte Spreads oder, sage ich mal, Spreads ohne Kommissionen anzubieten, ist es genau das der Schwerpunkt, dass Sie hier an der Commission sogar noch sparen können, ohne jetzt hier dann praktisch Währungspaare mit beziehungsweise vielmehr ohne Commission anzubieten und dafür aber exorbitante Spreads in den Raum zu stellen, wo man sich natürlich zweimal fragen muss, warum manche Spreads so hoch sein müssen. Diese sind definitiv nicht hoch beim Broker JFD, denn hier haben wir eben die fairsten Preise aus einem sehr, sehr großen Liquiditätspool und insofern lassen Sie sich mal überraschen, wie gesagt, was da kommt in Sachen Handelskommission, die Sie da reduzieren können. Tag, Stunde haben wir wie gesagt besprochen. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf das große Bild vom Kiwi. Da wird die aktuelle Wochenkerze hier mit dem zuletzt eben zwei sehr starken Kerzen deutlich und man sieht hier sehr schön, wenn ich mich mal rauscrolle, dass wir hier im Bereich 0,6560, 0,6570 vielmehr eine Zone haben, die wir eben jetzt hier zurückerobern zu versuchen und das könnte sich hier eben nach oben wirklich noch schön entfalten und eine Fortsetzung finden. Saisonal spricht wie gesagt einiges dafür. Jetzt hängt es wie gesagt immer davon ab, was macht der Markt raus. Die Rahmengegebenheiten sind eigentlich ganz gut. Zur Wochentagsstärke selber kann eigentlich nur gesagt werden, dass heute hier ein bullischer Tag vorliegt. Im Prinzip ist das schon sauber abgearbeitet und erfüllt. Sogar die durchschnittliche Volatilität während der letzten 12 Wochen ist hier punktuell mit 69 Pips aktuell getroffen worden. 53% positive Schlusspreise, daran dürfte sich nichts mehr ändern. Spannend der Freitag mit nur 38%, das wissen Sie. Viele US-Dollar-Pairs haben hier einen sehr, sehr bullischen Tag. Ergo entgegengesetzt dessen haben viele Euro-Pairs, beziehungsweise, was sage ich, Euro-Pairs, vielmehr Paare, die in US-Dollar gehandelt werden, hier eine schwache Tendenz, so auch der Kiwi. Ob das für ewig so bleiben wird, das muss man mal abwarten, aber rein statistisch während der letzten 52 Wochen hier der Freitag insbesondere schwach. Das zählt nicht für den Dienstag und insofern heute schon mal die richtige Richtung eingeschlagen. Wollen doch mal sehen, was da noch kommt. Intraday, wie gesagt, eher Pullbacks abwarten oder eben auf eine klare Übertreibung spekulieren. Dennoch mit der bereits ausgereizten Range sollte man hier nicht zu aggressiv noch reingehen, eher eben auf Pullback-Chancen, wie hier im Tageschart dargestellt, setzen. Gut, dann sage ich erstmal Danke an dieser Stelle für das heutige Einschalten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kimmerer und tschüss.